Hier auf der Bühne geht es weiter. Ich habe vorhin gesagt, wir haben drei Themenblöcke quasi. Jetzt geht es weiter mit dem dritten Themenblock. Dr. Cornelia Heide spricht jetzt über künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt, und zwar wie KI die Arbeitswelt verändert und wie sie potenziell auch noch verändert werden könnte. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Einen herzlichen Applaus bitte für Dr. Cornelia Heide. Schön, dass Sie da sind. So. Und ich räume jetzt auch mal direkt die Bühne. Hier ist der Presenter. Genau, den brauche ich auch. Das Mikro funktioniert auch. Sehr gut. So. Ich nehme das mal mit rüber. Ich bring's gerade rüber. Ja, wie verändert KI die Arbeitswelt? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Gerade die ganzen Veränderungen, die wir in der Arbeitswelt sehen, die sind doch schon wahnsinnig schnell geworden, oder? Die Geschwindigkeit, die hat doch wahnsinnig schnell zugenommen in der Arbeitswelt. Sehen die das auch so oder empfinde ich das nur alleine so? Einfach mal Hand hoch. Wer sieht das genauso, dass das momentan wirklich an Geschwindigkeit wahnsinnig zugenommen hat? Ja, da sind einige, die mir da zustimmen. Genau. Und ich meine, wenn wir einfach mal zurückschauen und auch was wir die letzten Jahre so erlebt haben, gerade seit der Pandemie, ist ja wirklich wahnsinnig viel passiert. Corona hat da nochmal einen richtigen Boost gegeben, was die Veränderung allgemein betrifft. Und teilweise ist die Geschwindigkeit so hoch, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Ich glaube, das spüren wir auch tagtäglich in unserem eigenen Job, dass die Kommunikation, die Aufgaben immer mehr werden, dass alles viel in viel kürzerer Zeit erledigt werden muss und hier uns hoffentlich Tools irgendwie zur Seite stehen, um uns dabei zu unterstützen. Wenn wir einfach nochmal zurückblicken, was ist denn eigentlich modernes Arbeiten, worüber sprechen wir denn eigentlich, wenn wir über Arbeitswelten sprechen? Das sind in der Regel zwei Dimensionen. Auf der einen Seite haben wir Räume, auf der anderen Seite die Zeit. Und ich würde sagen, meine Eltern haben früher noch darüber gesprochen, die Frage beantwortet, wo arbeitet ihr denn eigentlich? Gab es eigentlich immer eine ganz klare Antwort, das Büro oder meine Arbeitsstätte. Wenn ich Sie gefragt hätte, wann arbeitet ihr denn eigentlich, gab es da auch die typische Antwort von 9 bis 17 Uhr. Mit der Weiterentwicklung von Technologie, jetzt mal wirklich ein weiterer Sprung zurück zum Start des Internets, war dann die Möglichkeit, wirklich auch asynchron zu arbeiten. Das heißt, ich musste nicht mehr wirklich in Echtzeit mit jemandem mich austauschen, sondern ich konnte das auch zeitversetzt tun. Technologie hat das möglich gemacht. Und ja, seit 2020, wir können uns alle, glaube ich, noch sehr gut daran erinnern, haben wir auch noch mal ganz neue Dimensionen erlebt bezüglich des Arbeitens. Da war dann nicht mehr die klare Antwort, das Büro, wenn ich die Frage gestellt habe, wo arbeitest du eigentlich, sondern das könnte eben auch das Homeoffice sein oder vielleicht auch beides, so wie in meinem Fall, dass man hybrid arbeitet und sich dann jeweils den Arbeitsort aussucht. Und genauso ist es mit der Arbeitszeit. Auch das ist heute wesentlich flexibler geworden und da haben wir auch viel mehr Akzeptanz bezüglich der zeitlichen Flexibilität. Das waren schon wahnsinnig viele Veränderungen und wir sprechen da von Hybrid Work und Hybrid Work ist auch gekommen, um zu bleiben. Also da glauben wir auch ganz fest daran, dass sich das nicht mehr verändern wird. Das sind Errungenschaften, die wir auch jetzt gerne beibehalten möchten. Die Frage ist nur, wie geht es dann jetzt genau weiter? Denn das war schon ein sehr großer Schritt. Da haben wir sehr viele Veränderungen in den letzten Jahren erlebt. Aber das ist nicht das Ende. Wie wir eben ja schon festgestellt haben, die Geschwindigkeit hat wahnsinnig zugenommen, gerade auch der technologischen Entwicklung geschuldet. Wir sind jetzt mitten im AI-Zeitalter. Das fängt nicht erst an, das ist mittendrin. Wir haben direkt gestartet und sind mittendrin. Und Sie haben vielleicht auch schon den Vortrag vorhin von meinem Kollegen Sebastian gehört zu Copilot. Wir beschäftigen uns damit auch schon eine ganze Weile und wollen damit einfach auch die Arbeitswelt nochmal revolutionieren und nochmal um ein Stück weiter verändern. Die Frage ist, wie passt künstliche Intelligenz, AI, jetzt genau in dieses Konstrukt? Und es ist kein neues Tool.
es ist eigentlich überhaupt gar kein Werkzeug, sondern eine komplett neue Dimension, die wir hier mit dazu bekommen. Wenn ich früher vielleicht eine Frage hatte, oder wir hatten vorhin auch das Beispiel des Onboarding-Buddies, wenn ich neu in ein Unternehmen reinkomme, ist der erste Impuls erstmal, dass ich meine Kollegen frage oder auf jemanden zugehe, wenn ich Unterstützung brauche. Heute kommt zu der menschlichen Intelligenz einfach noch eine weitere Dimension dazu, die künstliche Intelligenz, und damit einfach eine weitere Möglichkeit, hier Unterstützung zu bekommen. Also für uns ist AI kein weiteres Tool, was ich dazu bekomme, sondern wirklich eine komplett neue Dimension. Für uns hat das Zeitalter der Co-Piloten gestartet. Sie haben vielleicht darüber schon gehört, waren vielleicht vorhin in dem Vortrag auch mit dabei. Wir haben unsere Co-Piloten für Microsoft vor circa einem Jahr gelauncht, sind also jetzt genau mit dabei, künstliche Intelligenz in unsere Tools mit reinzubringen, auch für jedermann zugänglich zu machen, und haben da mittlerweile auch Assistenten, das sind persönliche Assistenten, für jede, fast annähernd jede Jobrolle mit im Angebot, sei das für die IT, für administrative Tätigkeiten, sei das für den Service-Mitarbeiter, um schnellere Antworten auf Kundenfragen zu bekommen, oder das, was uns wahrscheinlich alle am meisten verbindet, das Thema Wissensmanagement, die ganze Informationsflut, die jeden Tag auf mich einbricht, besser bewältigen zu können und dort einfach eine bessere Unterstützung zu erhalten. Wir haben mit unseren Kunden vor circa einem Jahr gestartet, sie auch da auf die Reise mitzunehmen. Viele probieren Copilot gerade aus, testen das Ganze, sind dabei, die ersten Use Cases für sich ganz spezifisch auch zu entdecken, vielleicht sogar selber schon eigene Copiloten für ihre Fachbereiche zu entwickeln, mit entsprechenden Erweiterungen. Aber diese Kunden, die begleiten wir auch, und da machen wir regelmäßig Studien zu. Das ist unser sogenannter Work Trend Index, wo wir über 31.000 Personen weltweit über 31 verschiedene Märkte befragen und natürlich auch unsere eigenen Signale, Informationen, die wir aus M365 herausbekommen, auswerten und schauen, welche Trends gibt es denn für die zukünftige Entwicklung der Arbeitswelt. Also wie arbeiten die Menschen heute, wie benutzen sie Tools, welche Mehrwerte gibt es für sie, um da auch weitere Trends daraus abzuleiten und dann auch natürlich die Weiterentwicklung der Tools hiermit zu ermöglichen. Und was man ganz klar sagen kann, und darüber spricht ja heute auch jeder, ist es, dass es eine Produktivitäts- und Effizienzsteigerung gibt. Ganz klar in dem Umfeld, wo wir uns tagtäglich bewegen, Informationsmanagement, Dinge zu verarbeiten, die jeden Tag auf uns einprasseln, wo 70% sagen, ja, durch solche Tools, durch solche Hilfsmittel habe ich auch tatsächlich eine Produktivitätssteigerung, und nicht nur das, sogar die Qualität meiner Arbeit verbessert sich. Denn wenn Sie Copilot mal ein Stück weit sich schon angeschaut haben, ich bin vielleicht nicht der beste PowerPoint-Designer, ich bin vielleicht auch nicht der beste Sprachexperte, aber genau durch solche Tools können meine eigenen Fähigkeiten einfach verbessert werden. Ich kann, wenn Sie vorhin vielleicht die Demo auch gesehen haben, wenn nicht, schauen Sie sich die gerne mal im Internet an, da gibt es viele Videos zu, kann ich entsprechend aus einem Text heraus heute ganz tolle PowerPoint-Präsentationen bauen. Ich muss dafür kein Design-Experte sein. Ich werde durch so ein Tool dabei unterstützt, und da werden meine eigenen Fähigkeiten auch entsprechend verbessert und ja, letztendlich auch die Ergebnisse meiner Arbeit verbessert. Dann, ja, ganz klar, 29% sagen auch, dass sie schneller werden in spezifischen Aufgaben, und etwas, was ich auch persönlich wirklich sehr stark wahrnehme, man ist schneller bei dem Recap von Meetings, denen man vielleicht nicht beiwohnen konnte. Ich weiß nicht, Sie kennen das vielleicht auch, Kalender sind gerne mal komplett voll mit Meetings. Manchmal sind sogar Doppelbuchungen im Kalender. Man kann nicht an jedem Meeting teilnehmen. Im besten Fall ist es aufgezeichnet worden, und dann kann ich es im Nachgang mir einfach nochmal anschauen. Aber auch das kostet Zeit, da wieder reinzuhorchen, um zu schauen, gibt es relevante Dinge für mich, sind Aufgaben für mich dabei, Deadlines, von denen ich unbedingt wissen muss. Hier hat mir
Teams auch schon früher geholfen, tatsächlich schon die ersten Infos rauszuziehen und für mich zu highlighten. Und Copilot hilft mir jetzt noch mal mehr, einfach viel schneller auch an Meetings, denen ich nicht beiwohnen konnte, diese zusammenzufassen und vor allen Dingen für mich die richtigen, relevanten Informationen auch herauszufiltern. Über E-Mails brauchen wir, glaube ich, fast gar nicht sprechen. E-Mails, das ist so ein Thema, immer noch etwas, was viel zu viel genutzt wird. Die Inbox ist voll, man kann das gar nicht alles schaffen, jeden Tag zu lesen. Auch hier hilft Copilot, E-Mails einfach zusammenzufassen und das Wichtigste bereitzustellen, aber auch das ganze Thema Informationssuche. Sie kennen es vielleicht auch, man hat eine ganz bestimmte Information, ein ganz bestimmtes File, was man sucht und weiß nicht mehr genau, wo man das abgelegt hat. Und Copilot hilft hier auch entsprechend diese Informationen, die ich gerade für meine Aufgabe brauche, viel, viel schneller zu finden. Wenn wir uns die Copilot-User anschauen, die wir bei uns jetzt schon mit auf dem System haben, die besten Copilot-Nutzer schaffen es, im Durchschnitt 10 Stunden und mehr an Zeit pro Monat zu sparen. Und das ist ein ganzer Arbeitstag, wenn nicht sogar mehr als ein Arbeitstag pro Monat. Und ich glaube, wir können uns alle sehr gut vorstellen, was das bedeutet, wenn man so einen ganzen Tag plötzlich komplett nochmal on top an Zeit dazu gewinnt, was wir damit vielleicht auch tun können. Sei es mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, vielleicht auch mal seinem Hobby wieder beizuwohnen oder auch mal ein Training zu machen. Denn was ich immer häufig höre, ja, das Thema Weiterbildung, Training, dafür haben wir keine Zeit, das muss ich irgendwie nebenbei machen. Vielleicht ist Copilot an der Stelle eine Unterstützung, die Zeit, die ich damit einspare, mir dann auch wieder mehr Zeit zu nehmen für meine persönliche Weiterentwicklung. Ja, und wenn wir heute mal unsere Copilot-Nutzer fragen, würdet ihr Copilot, ja, wollt ihr auf diese Unterstützung verzichten oder würdet ihr lieber ein freies Mittagessen, Free Lunch bekommen, sagen 77% in unserer Studie. Nee, also wir haben den Mehrwert von so einem Tool schon erkannt und wir würden definitiv uns dafür entscheiden und nicht für das freie Mittagessen. Also ich glaube, das sagt dann natürlich da auch schon was aus. Ja, und 79% der Führungskräfte sagen auch, dass KI, Artificial Intelligence, super wichtig für ihr Unternehmen ist, dass das wettbewerbsfördernd ist, dass es vor allen Dingen dafür gebraucht wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Umso überraschender ist es dann aber zu sehen, dass 60% noch gar keinen Plan haben, noch gar keine Vision, keine klare Strategie, wie sie es bei sich im Unternehmen einsetzen wollen. Und 59% sagen, naja, ich bin da noch verhalten, weil ich würde das gerne einführen, aber wenn ich nicht schnell genug den Return on Investment, Return on Invest darin sehe, also nicht schnell genug den Produktivitätsgewinn sehe, dann halte ich mich mit den Investments erstmal zurück, da warte ich vielleicht erstmal ab und schaue, wie sich das weiterentwickelt. Und an dem Punkt sind wir jetzt genau an der Stelle, wo der harte Teil der ganzen Geschichte beginnt, denn wir sind schon lange nicht mehr in der Experimentierphase oder sollten nicht mehr in der Experimentierphase sein, sondern wirklich darüber nachdenken, nicht nur damit zu spielen und das mal auszuprobieren, sondern wirklich auch groß zu denken, wie künstliche Intelligenz uns in unserem Alltag unterstützen kann, wie es für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation eingesetzt werden kann und wirklich flächendeckend im Unternehmen ausgerollt werden kann. Und ich würde sagen, wir haben das Ganze auch schon mal gesehen. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile bei Microsoft dabei. Vor 10, 12 Jahren haben wir über Cloud und Mobile Computing gesprochen. Das war auch so eine Phase, wo viele Unternehmen sehr, sehr zurückhaltend waren, das sehr, sehr skeptisch gesehen haben mit der Cloud. Und wir haben dann aber gesehen, die Early Adopter, die wirklich früh gestartet sind, die mutig genug waren, auch Dinge mal auszuprobieren und zu schauen, welchen Mehrwert diese neue Technologie für sie bringen kann, dann auch die Nase vorn hatten. Und diesen Vorteil haben auch diejenigen, die heute mit Copilot oder mit künstlicher Intelligenz starten, frühzeitig sich darüber Gedanken machen, wie sie das sinnvoll für sich einsetzen können.
und dann entsprechend da auch vorangehen. Und ich frage einfach mal hier in die Runde, wer von Ihnen nutzt dann heute schon KI-Tools im täglichen Job? Egal welches. Wow, eine ganze Menge. Das ist gut zu sehen. Wie viele von Ihnen bekommst du denn vom Unternehmen tatsächlich bereitgestellt? Ah, das sind schon einige wenige Hände nur noch. Genau das ist das Thema. Und das sagt unsere Studie auch. Die meisten, die wir befragt haben, nutzen auch KI-Tools bereits heute in ihrem täglichen Job. Sie warten aber nicht darauf, bis ihr Unternehmen die bereitstellt. Und diesen Trend hat gerade in den letzten 6 Monaten noch mal rapide zugenommen, hat sich fast verdoppelt. Das heißt, wir alle erkennen schon für uns, welche Mehrwerte das bieten kann. Und wir warten aber nicht darauf, dass unser Arbeitgeber, unser Unternehmen uns hier eine klare Vision, Strategie vorgibt und das Tool bereitstellt, sondern es gibt ja genug am Markt, die ich auch frei benutzen kann. Und diese Bring Your Own AI, dieses Bring Your Own AI-Phänomen, was glauben Sie, welche Altersgruppe betrifft das vor allen Dingen? Wir haben jetzt schon mal kurz gesehen, wer jetzt aufgepasst hat, welche Hand gehoben wurde, der kann das vielleicht beantworten. Wer glaubt denn, dass das vor allen Dingen die Gen Z ist? Eine Hand sehe ich. Wer glaubt, dass es mehr als die Gen Z ist? Vielleicht auch die Baby. Ah, super. Genau so ist es nämlich. Es ist nicht ein Phänomen, was wir jetzt nur der jüngeren Generation zuschreiben, wo wir vielleicht, wie wir das in dem Vortrag hier vorgehört haben, die vielleicht etwas technisch affiner sind und diesen neuen Technologien auch etwas offener gegenübergestellt sind. Es sind tatsächlich über alle Altersgruppen hinweg Menschen, die diesen Mehrwert für sich erkannt haben, die das auch bereits heute nutzen und die dies nicht tun, denen fehlt vielleicht genau gerade der Anreiz von ihrem Unternehmen, die Vision und auch die Motivation, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Genau, und wenn wir jetzt glauben, das sind jetzt vielleicht alles ITler, ich könnte jetzt auch mal fragen, wer hat denn hier einen technischen Background, dann ist das auch falsch. Denn es sind vor allen Dingen die kreativen Berufe, die das für sich zuerst entdeckt haben. Die Content Creator, die Marketeers und die Grafikdesigner, die hier sehr schnell für sich entdeckt haben, dass KI ihnen wahnsinnig dabei helfen kann, auch vielleicht mal eine Idee zu entwickeln. Wenn ich im kreativen Beruf bin, ich habe nicht jeden Tag einen guten Tag und ich habe nicht jeden Tag eine super Idee, aber ich habe natürlich auch meine Projekte und ich muss natürlich auch meine Ergebnisse irgendwann liefern. Und wenn ich manchmal vor so einem weißen Blatt Papier stehe und dann nicht so richtig den Anfang finde oder vielleicht auch für ein neues Logo, für eine neue Grafik da nochmal entsprechend Input brauche, dann kann das gut helfen, wenn ich erstmal mit der Basis, mit einem KI-Tool starte und mich hierbei unterstützen lasse und dann darauf weiter aufbaue. Also gerade in den kreativen Berufen macht das total Sinn und das haben wir ja heute auch schon mehrfach auch in den Keynotes gehört. Es geht nicht nur darum, produktiver zu sein, es geht vor allen Dingen darum, auch mehr Zeit zu haben, um kreativ arbeiten zu können. Und wenn ich jetzt mal in die Runde frage, wie viel Zeit hat denn jeder von Ihnen, wirklich sich mal zurückzulehnen und zu sagen, ich denke jetzt mal darüber nach, wie ich meinen Job, mein Produkt, mein Unternehmen innovativer voranbringen kann. Ich kann für mich sagen, wir sind ganz häufig einfach in einem Hamsterrad komplett gefangen mit den ganz tagtäglichen Aufgaben, die man jeden Tag hat. Und wir versprechen uns natürlich auch davon, eine Arbeitserleichterung, einfach eine Entlastung von den Routineaufgaben. Und wenn es dann 1-2 Stunden pro Woche sind, die man dann sich wirklich mal im Kalender blocken kann, um mal kreative Arbeit zu machen, ich glaube, da wäre unser Unternehmen uns auch super dankbar, wenn wir da mit neuen Ideen und neuen auch Vorschlägen um die Ecke kommen, für die wir sonst einfach gar keine Kapazität haben, diese überhaupt zu entwickeln. Gibt es wunderbare Studien dafür, wann man eigentlich wirklich die besten Ideen hat, am kreativsten ist und das meistens nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt und gerade komplett in seiner alltäglichen Arbeit verhaftet ist. Genau. Man könnte jetzt sagen, dass diese kreativen Berufe auch sowas wie Power-User sind, weil das sind tatsächlich die Menschen, die von sich aus intrinsisch motiviert direkt entdeckt haben, Mensch, das klingt nach einer tollen Idee, das klingt wirklich nach einem tollen Tool, das probiere ich mal aus. Und dann auch erkennen,
Also 92% der sogenannten Power-User in unserer Studie haben dann auch bestätigt, dass sie ihre Arbeitslast, ihre Belastung jeden Tag viel besser bewältigen konnten, dadurch auch tatsächlich Zeit für mehr Kreativität hatten und ja, wenn man auch meaningful work macht, also wirklich Arbeit, wo man denkt, da kann ich auch, da bewege ich was, da verändere ich was, das hat wirklich Purpose, dann natürlich auch viel motivierter an die ganzen Themen rangeht. Also ich würde sagen, das zahlt sich auf jeden Fall aus, sich damit zu beschäftigen und da auch frühzeitig mit dabei zu sein. Und die Power-User können natürlich da auch innerhalb eines Unternehmens helfen, genau diesen Weg auch zu beschreiten und andere Kollegen, Kolleginnen auf die Reise da auch mitzunehmen, vielleicht auch mit zu motivieren und da anzustecken. Und karrieretechnisch zahlt sich das auch aus, denn wir haben es heute auch schon mal gehört, dass KI-Kenntnisse wahnsinnig gefragt sind, gerade am Markt, dass Führungskräfte vor allen Dingen, auch wenn sie Bewerbungen bekommen, jemanden mit KI-Know-how bevorzugen würden, selbst wenn derjenige, diejenige noch nicht so viel Berufserfahrung hat. Da sieht man also auch, dass das gerade sehr gefragt ist und ja, dass auch für sich selbst vielleicht ein Karrierebooster sein kann, wenn man da einfach entsprechendes Know-how mit aufbaut. Jetzt ist die Frage, wie wird man denn Power-User oder wie kann ich das dann in meinem Unternehmen tatsächlich etablieren? Und auch da haben wir einfach mal geschaut in unserer Studie, welche Unternehmen haben dann besonders viele Power-User und auch eine hohe Adoption in der Nutzung von KI-Tools. Was war dann da so die Secret Sauce? Was war da so das Geheimnis, Best Practice, was man da vielleicht teilen kann? Und es sind im Wesentlichen drei Dinge, die hier bei herausgekommen sind. Das erste ist auf jeden Fall, dass die Geschäftsleitung, die Führungskräfte eine klare Vision haben, eine klare Strategie, wo sie ihr Unternehmen hinführen wollen und das auch tatsächlich kommunizieren. Das heißt, alle Power-User haben auch wahrscheinlich mal von ihrer Geschäftsleitung gehört, von ihrem Management, dass das Unternehmen dort eine Strategie hat und dort den Weg hin beschreitet. Das zweite ist, dass man auch eine entsprechende Kultur im Unternehmen aufbaut und sagt, ich heiße diese neue Technologie willkommen. Wir sehen das nicht als Gefahr, wir sehen das als Chance und nehmen KI wirklich als eher Partner wahr, als das Gegenteil wäre dann als Gegner wahr. Und da entsprechend auch eine Learning-Kultur aufzubauen, wo ich dann auch spezifisch für die verschiedenen Jobrollen in meinem Unternehmen passende Trainings anbiete. Auch Trainings für komplette Neueinsteiger, die von KI noch nie was gehört haben, bis hin zu denjenigen, aber auch die schon einfach erweitertes Wissen haben und da auch sich weiterentwickeln wollen. Aber ganz wichtig ist, auch in der Akzeptanz später, Use Cases zu finden, die für jeden auch relevant sind. Wenn ich da so eine One-Fits-All-Strategie fahre, werde ich wahrscheinlich nicht oder sehr, sehr wahrscheinlich nicht alle im Unternehmen entsprechend abholen. Deswegen ist es so wichtig, da auch Zeit zu investieren in spezifische Trainings, zugeschnittene Trainings auf die verschiedenen Rollen, weil HR arbeitet anders als Marketing, Marketing arbeitet anders als Sales und Sales arbeitet anders als ein Entwickler. Und da für jeden etwas anzubieten und dann auch entsprechend das zu fördern, Dinge, Erfahrungen zu teilen, also Communities mit aufzubauen und dann auch von den Erfolgen und von den Ideen der anderen zu partizipieren, indem man sich da einfach entsprechend austauscht. Das auch zur Einführung von KI-Technologie oder in dem Fall dann auch Copilot. Wenn wir jetzt einfach den Weg nach vorne uns mal anschauen, dann ist es, wie gesagt, super, super wichtig, da erstmal ein Problem zu erkennen, was ich gerne lösen möchte. Also nicht versuchen, irgendwie Copilot AI über irgendwas drüber zu stülpen, weil das jetzt irgendwie gerade hip und in ist und wir brauchen das auch, sondern ganz klar für sich zu identifizieren, welches Business-Problem wollen wir lösen und wie könnte uns KI dabei helfen, welches KI-Tool wäre da am besten geeignet, weil selbst bei uns im Hause gibt es da verschiedenste Möglichkeiten, da einfach den richtigen Ansatz zu finden und dann ganz wichtig, beides zu fahren, den Top-Down-Approach als auch den Bottom-Up-Approach. Was meine ich damit?
Top-down ist das, was ich eingangs gesagt habe. Es ist wichtig, dass die Geschäftsleitung, dass das Management signalisiert, dass es eine Unternehmensstrategie ist und dass wir das wirklich jetzt auch im Unternehmen voranbringen möchten und da auch alle motiviert, diesen Weg mit zu beschreiten. Bottom-up, aus den Fachabteilungen auch wirklich die Ideen einzusammeln, die Use Cases, um dann entsprechend da auch eine gemeinsame Strategie zu fahren, die nicht am Business oder an den wirklichen Bedürfnissen vorbeigeht. Also es ist ein wirklicher gemeinsamer Ansatz, den man hier fährt. Und dann ganz wichtig, ich kann es nicht oft genug betonen, ist auch das Thema Training und lebenslanges Lernen zu priorisieren. Denn das sind einfach neue Skills, die wir hier mit erlernen. Wir hatten das vorhin auch schon besprochen. Ich kann natürlich mit Copilot hier starten, kann meine ersten Erfahrungen machen und kann sehr gut enttäuscht werden, weil ich vielleicht einfach noch nicht weiß, wie ich mit dem Copilot eigentlich umgehen muss. Wie ich mit ihm spreche, um die besten Ergebnisse rauszubekommen. Und es hilft auch zu verstehen, was eigentlich unter der Haube so passiert, um dann halt auch wirklich die richtigen Anwendungsszenarien und Wege zu finden. Deswegen ganz wichtig, da auch in Training und Weiterbildung mit zu investieren. Genau, und ich würde sagen, das ist auch ein wunderbarer Start, jetzt spätestens damit einzusteigen. Wer nicht sowieso schon dabei ist, den möchte ich gerne motivieren, heute direkt damit zu starten. Das war vielleicht ein Impuls heute, der auch dazu motiviert hat. Wer gerne mehr wissen möchte, wir haben all diese Informationen, die wir auch aus den Studien heraus bekommen, hier zusammengefasst. Es gibt ein ganz tolles Worklab, da findet ihr ganz viele Informationen auch, gerade für Führungskräfte, Guidelines, wie ich damit am besten im Unternehmen starte, aber natürlich auch unseren Work Trend Index, den aktuellen, mit den aktuellen Inhalten, aber auch durchaus die, die wir früher schon gemacht haben, sind vielleicht auch nochmal spannende Erkenntnisse mit dabei. Und dann die How-to-AI-Guides. Ich glaube, das ist auch ein ganz hilfreiches Medium und eine Quelle, wo ich mir nochmal Inspiration holen kann, wie ich dann am besten damit starte. Genau. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir Feedback senden, wie Ihre Erfahrungen sind mit KI, wie wir Sie auch von unserem Unternehmen heraus noch besser unterstützen können, was Sie sich vielleicht für die Zukunft noch wünschen würden. Sebastian hat ja vorhin in seinem Workshop ja schon einen kleinen Ausblick gegeben, was es in Zukunft alles noch geplant ist, aber wir freuen uns natürlich auch über Ihren Input, Ihre Ideen, dass wir das auch direkt mit einfließen können, aber auch über Ihre Erfahrung, wie Ihre Reise mit KI ausschaut. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen ganz tollen Nachmittag. Hier geht es gerade jetzt nicht mehr weiter. Das war die letzte Session für heute hier in der Open Stage. Soweit ich weiß, laut dem Schedule geht es jetzt in der Central Stage auf jeden Fall weiter. Schönes Wetter ist auch da. Ich glaube, es gibt auch noch das eine oder andere Getränk oder Eis, was man noch zu sich nehmen kann. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Nachmittag und bedanke mich recht herzlich.